as strong. And I feel good cause I've been mining all day long. I feel good cause I've been mining all day long. Yeah, I feel great cause I've been mining all day long. Hey Leute und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Minecraft Ultimate Last Man Standing. Ja, dramatische Einleitung mit der zweiten Staffel. Ich hoffe jetzt mal, dass alles funktioniert. Denn wir haben das ja schon mal vor 3 Wochen aufgenommen, da gab es ja technische Schwierigkeiten. Und ja, wir hoffen einfach. Weil wir die Hoffnung nicht aufgeben und immer noch hoffen können, deswegen hoffen wir jetzt mal, dass das noch alles irgendwie passt mit unserer Hoffnung, ja. Ich brauche erstmal Stiggis und dann brauche ich Blöckis und dann brauche ich... Boah, keine Ahnung. Ich habe schon wieder so einen blöden Spawnpunkt, Leute, denn wie ihr sehen könnt, gibt es ja nichts als Schafe, ja. Es gibt Schafe und zu den Schafen gibt es noch mehr Schafe, weil anscheinend ist es sehr cool, wenn man mehrere Schafe hat. Ich weiß es nicht. Schafe, Eis und Wasser. Da vorne steht ein einzelner Baum, da steht auch ein Baum. Und ansonsten bin ich hier ziemlich in der Pampa gelandet, ganz ehrlich. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt regeln soll, weil ich denke mal, dass ich jetzt eiskalt verhungern werde. Sehr, sehr eiskalt werde ich verhungern. Nicht nur, weil ich im Schnee stehe, sondern weil ich eben wirklich nichts hier. Sonst wird schon wieder dunkel, habe ich das Gefühl. Scheiße, es wird schon Nacht. Was ist denn jetzt kaputt? Das ist sehr, sehr schlecht, wenn es jetzt schon dunkel wird. Leute, da hat jemand die Serverzeit nicht umgestellt. Das ist natürlich jetzt blöd. Bau bitte alle Fackeln. So. Wer hat die Serverzeit nicht auf 0 gesetzt? So, gleich mal die Leute zusammenscheißen, die für mich arbeiten, ja? Denn so kann es nicht gehen. Durch jetzt saublöd irgendwie. Ich bin ohne Nahrung und alles einfach hier in dieses Loch gesprungen. Jetzt kommt gleich ein Creeper und tötet mich wahrscheinlich. Natürlich bekomme ich keine Antwort von meinen Kumpanen, das ist wieder so logisch. So, hier ist Dreck. Guck mal, Dreck. 4 Blöcke Dreck. Weil Dreck ist so wahnsinnig toll. Stiggis. 2 Stiggis und Piggis. Ha, Stiggis und Piggis. So, natürlich jetzt mega geil. Wo soll ich mich hinbuddeln? Ich weiß es nicht, Leute. Ich warte jetzt einfach, bis jemand stirbt von den anderen. Total bescheuert jetzt, ganz ehrlich. Da ist auch nochmal Dreck. Ne, Moment. Schaufel. Schaufel. Schaufel, gut. Was könnte ich denn noch brauchen? Schwert vielleicht. Wäre vielleicht zur Verteidigung ganz intelligent. So, Fackeln habe ich noch 15 Stück. Hier ist Stein, hier ist auch Stein. Und hier ist wieder mal meterweise Dreck. Oh, hier ist nachtiger Nachthimmel. Gefährlich. So, gut, hier darf ich nicht raus. Boah, ich habe immer das Glück mit den besten Startpunkten, hey, ganz ehrlich. Ah, Kies. Kies. Die Frage ist, was will ich jetzt mit Kies? Weiß es nicht. Ich habe übrigens die Musik gewechselt zu nebenbei. Ja, neue Musik, neue Staffel, neue Musik. Nur für euch. Weil ich euch so gern hab, ja. Okay, hier Stein, hier geht's raus. Ja.
muss mich jetzt fast hier nach unten buddeln, es hilft alles nix. Und mir fällt gerade auf, ich habe meine Kiste oben vergessen. Nein! Kiste vergessen, böse. Da baue ich mir so eine provisorische Treppe. Da habe ich doch irgendwo eine Axt, genau. Hier, so. So. Nachdem ich in der Außenwelt nicht erwünscht bin, ja, weil es für mich da nichts gibt, weder Nahrung noch sonst irgendetwas, buddel ich mich eben hier ein wie so ein kleiner Zwerg, ja. Hilft dir alles nix. Ich hoffe nur, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wenn jetzt kein Creeper von hinten kommt und mich tötet. Also der Startpunkt beim ersten Ulms war bei mir um einiges besser, ganz ehrlich. Vielleicht ist es auch die Strafe, weil ich gewonnen habe. Ich weiß es ja nicht. Wir nichts wissen. Hallöchen, hier ist ein Loch. Das ist natürlich jetzt blöd. Hier ist wirklich ein Null-Chunk, ja. Null. Gott, was soll ich denn da machen? Ja, ihr seht jetzt nur, wie ich hier durch Gesteinsschichten buddel. Weil es sonst nichts gibt hier, ja. Ich kann wieder raus, weil es dunkel ist. Hier gibt's auch nichts. Wunderbar. Ich bin so richtig motiviert jetzt irgendwie. Cool, meine Kaspersky Internet Security hat sich gerade gemeldet. Was mich jetzt eigentlich total überhaupt nicht interessiert, aber... Das hilft dir nicht. Hey, wo buddel ich überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Meine Pick ist auch schon wieder gleich im Arsch. Leute. Das ist zu hoch. Das ist total bescheuert jetzt im Moment. Hier geht's nirgendwo hin. Hallo? Schafe, Schafe, Schafe. Schafe, Schaf. Skelett, 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 Skelett. Nö, 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 nö. Gut, nach draußen geht's nicht. Hier ist Kies. Den kenne ich schon. Ach du meine Güte. Jetzt habe ich auch die Musik so laut auf dem Ohr, dass ich das Gestöhne ingame nicht höre, wenn irgendwo ein Feind wäre. Was natürlich jetzt ein bisschen schlecht ist. Gott, bin ich jetzt erschrocken. Uah. Auf einmal geht die Picke kaputt. Was soll denn das? So, wir bauen hier mal zwei, dann gibt es hier mal wieder massenweise Picken. Ja, weil Picken sind super. So. Runter mit mir. Da ist Dreck. Warum ist hier Dreck? Räum doch mal deinen Dreck auf. Mitgenommen, ja. Vergesse mal meine Baukiste mitzunehmen, nachdem ich sie aufgestellt habe. So, jeden Tag da buddle ich durch diesen Dreck. Keine Ahnung. Ja, ich bin gerade etwas verwirrt. Ich weiß nicht, was ich großartig erzählen soll, denn ich habe Angst, dass ich elendig verhungere in diesem Dreckloch, ja. Einsam und verlassen von jeder Menschenseele. Einfach verhungern. Wisst ihr, wie schlimm das ist? Ah, guckt mal, Schnee. Ja, wie bescheuert ist denn das hier? Ist wirklich... Ach, das ist ja der Rand der Karte, glaube ich. Ja, da war irgendwas. So, und nachdem hier nichts mehr ist, mache ich hier wieder zu. Da zieht es mir nämlich so nicht, dass ich noch krank werde hier unten. So, wie lang kann ich ohne Nahrung hier aushalten? Ein paar Pilze wären vielleicht nett. Aber sollen mir jetzt noch Pilze helfen? Ja, ich bin ja eh schon verloren.
Was ist das für ein Ton? Monster Spawner? Maybe. Ah, Ronarod ist down. Wunderbar. Sind es nur noch zwei? Neben mir natürlich. Jetzt gibt es keinen Restart mehr. Nein, Rona ist tot. Tot, Leute. Tot. Ist das nicht schön? So. Meine Schaufel ist auch gleich tot, wollte ich sagen. Ja, meine Schaufel ist schon tot. Ich habe gleich kein Holz mehr. Das ist blöd. So, Schaufel. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinbuddeln soll. Fünf Milliarden Kiesblöcke, ja. Könnte überall was sein, man weiß es ja nie. Nahrung habe ich sowieso nicht. Ich mache das ohne Nahrung. Männer brauchen keine Nahrung, ja. Wir leben von Luft und Liebe. Und Dreck und Steine natürlich. Natürlich ist hier nichts unterm Kies, das war wieder so klar. So klar war das. Also eine riesige Höhle auszubuddeln hier. So, auf jeden Fall ist Rona down. Das ist schon mal zumindest ein kleiner Sieg für das Ganze, ja. Ich muss doch hier irgendwann wieder rauskommen, oder? Sollte ich mich vielleicht mal wieder nach oben graben? Sollte ich das? Ich weiß es nicht. Sollte ich? Ja, ich probier's mal. Wahrscheinlich bin ich jetzt gleich der zweite Wurf krepiert, elendig, ja. Nur weil das kann. Ja. Was gibt's denn so im Nachinterview? Warum sind sie gestorben? Bei Minute sowieso, ja. Weil ich's kann. Die beste Erklärung, was man liefern kann eigentlich. Meiner Meinung nach. Aber naja, wir werden sehen, was passiert. Eigentlich hätte ich ja 20 Euro drauf gewettet, dass Pneiplex wieder der erste ist, der krepiert, ja. Weil der hatte mehr oder weniger so das Talent dafür. So, hier ist Dreck. Hier ist noch mehr Dreck. Oh, guck doch mal. Hallöchen. Ah, nur wieder Schafe weit und breit. Ich bin hier irgendwo an der Kante hin. Ja, diese Schlucht ist Levelgrenze, Jungs. Und Mädchen. Falls von denen irgendjemand zuschaut. Ja, ich nehme jetzt mal wieder ein bisschen Holz mit. So. Fußruder! Ne, das wäre Skyrim. Aber. Ich komme mir gerade vor wie in Skyrim irgendwie. Du bist auch ein Schäfchen. Da ist ein Höhlchen. Eine Höhle. Oh, ich brauche Fleisch, Jungs, Mädchen. Und andere Wesen der Nacht, die zuschauen. Warum bin ich eigentlich immer der Idiot, der immer den besten Spawnpunkt von allen hat? Wie sieht's überhaupt aus? Phoenix hat schon Schaden erlitten, Pneiplex ist noch good to go. Und ich bin auch noch good to go. Aber das muss ja nichts bedeuten, ja. Hä? Wo verdammt bin ich denn hier? Ich bin total abgeschnitten von der Außenwelt, also von Festland. Und ich verliere so schnell Nahrung. Mann, das ist scheiße. So macht das Ganze natürlich keinen Spaß. Schaf gibt ja kein Fleisch nicht. Dann gib mir nur diese scheiß Wolle. Was will ich mit eurer beschissenen Wolle? Wolle. Als ich noch jung war, gab es sowas nicht, ja. Wir hatten nur Steine. Und Kiesel. Und noch mehr Steine. Pilze gibt es auch nicht. Angeln kann ich auch nicht.
kann eigentlich nur warten, bis ich elendig hier verhungere. Hey, guck dir das mal an, hier ist nix. Nichts. Gott. Das ist jetzt schon dermaßen blöd irgendwie, ja? Oh, Eis. Eis. Hier ist eine Sandbank, hier ist Schnee. Kann ich Schnee lutschen? Geht das? Bekomme ich da Lebensenergie? Ja, wahrscheinlich wieder nicht. Mann. Ich will jetzt auch nicht laufen mit meinem Charakter und dann verliere ich noch schneller Nahrungseinheiten, ja. Ah, und jetzt fängt es an zu regnen, das ist ja geil. Kann hier nicht irgendwo eine Kuh rumstehen? Ah, ist das kalt. Brrr. Aber ich bin ja hart im Nehmen, ja, ich halte ja sowas aus. Ich bin so einsam. Aber das war ein Lag. Lag ist natürlich nicht so toll. Ja, das ist natürlich dann im Nachbericht in der Zusammenfassung von dieser Umstaffel sehr interessant. Wenn ich dann sage, beziehungsweise wenn ich die Frage gefragt werde, hey, wie bist du gestorben? Und ich kann nur sagen, hey, ich bin verhungert. Wie geil ist denn das? Oder, oh, Schweine! Schweine, Schweine, Schweine! Komm her, du Sau! Hab du Schaf! Au, au, au! Boah, lecker Steak, lecker Steak! Komm her, komm her, komm her, du Sau, du! Mehr Fleisch, Fleisch! Okay, hier gibt's wieder nix. Was für mich jetzt bedeutet, ich hau ihm den Euter weg, ja? Ich muss mich jetzt irgendwo wieder einbuddeln. Aber bevor ich das mache... Fleisch, auf jeden Fall Fleisch. Hier, Ofen. Ofen. Fleisch. Kohle. Go. Go! So, ich warte jetzt nur, bis jemand von den anderen kommt und mich erschlägt von hinten, ja, so. Kein und Abel-mäßig, so. Oh, mein Fleisch. Warum waren da jetzt nur drei Säue? Bisschen blöd. Gell, Kuh? Boah, der droppt drei. War das ein Rind? Rindfleisch. Rind. Rindfleisch, Rindfleisch, Rind, Rind, Rindfleisch, 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 Rind, Rindfleisch. Oder irgendwie so. Rindfleisch. Sollte ich vielleicht mal was essen? Zum Beispiel Rindfleisch, Rindfleisch, Rind, 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 Rindfleisch. Okay, ich höre schon wieder auf mit Rindfleisch. Mich tötet jetzt noch ein paar. Gell? Kuh. Fleisch. Okay, dann geben Rinder doch Fleisch. Nur Schafe geben kein Fleisch. Das muss mir doch jemand sagen. Da ist nochmal ein Rind. So. Steak. Ich fange mir jetzt 100% gleich irgendwo eine ein. Ja, ich fühle es. Schaf, Schaf, Schaf. Mäh. Schaf. Schaf. Fleisch. Leder. Da konnte ich doch auch was zaubern aus Leder. Lederunterhöschen wahrscheinlich. So, wird es dann bald dunkel oder wird es nicht dunkel oder... So, wie sieht's aus? Fleisch. Fleischiges Fleisch. Der Fleischheit. Nee. Ich wandere jetzt nicht so weit weg von meinem Ofen. Da ist nämlich Fleisch drin, ja. Fleisch ist wichtig. Guck, Fleisch, Kohle. Da, ja, dann kloppe ich das wieder weg. Ich war niemals hier. Psst, Schaf. Psst. Wir werden immer Paris zusammen haben. Psst. So, dann grab